OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Es gibt harte Kritik gegen die ÖVP und zwar von, wenig überraschend, der FPÖ, die einerseits quasi der ÖVP vorwirft, dass sie sämtliche Usancen über Bord wirft und andererseits eigentlich selbst den Kanzleranspruch stellt, aber gleichzeitig natürlich heute ein historischer Wahltag, nicht in Österreich, sondern in den USA, durchaus eine wichtige Wahl. Und zu diesen Themen möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger hier begrüßen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Fangen wir als Erste mit Ihrer Pressekonferenz an, die Sie gegeben haben und doch mit sehr harscher Kritik eigentlich an Leuten, die sich bereits aus Spitzenfunktionen de facto zurückgezogen haben in Österreich. Zum Beispiel Caroline Edtstadler. Warum? Ja, schauen Sie, die Frau Edtstadler ist ja ein Beispiel dafür, was alles schiefgelaufen ist in den letzten 5 Jahren. Ich habe ja heute bei der Pressekonferenz auch das ganze Sündenregister genannt, zur Verlesung gebracht. Begonnen bei ihrem zweifelhaften Auftritt in der Corona-Zeit, wo sie also gleich gemeint hat, die Menschen gehören also entweder außer Landes, weil sie sich nicht impfen lassen wollen oder man muss Zwangsmaßnahmen, Jobverlust und so weiter, alles das hat sie gesagt. Ja. Und ich finde eines bemerkenswert, also das Team rund um Karl Nehammer wird ja immer kleiner, der Herr Brunner hat sie nach Brüssel vertschüsst, ja, mit seinen 30 Milliarden, die er erst nach der Wahl gefunden hat. Ja. Ich bin gespannt, wie er die Migranten zählen möchte, wenn er das Steuergeld oder das nicht vorhandene Steuergeld da nicht zählen kann. Das ist mal das eine. Der Herr Kocher, der Wirtschaftsminister, der verantwortlich ist für eigentlich die schlechteste wirtschaftliche Ausgangslage in der Zweiten Republik, der will jetzt Nationalbankgouverneur werden. Das ist ja zynisch, überhaupt 1,5 Jahre, bevor das Amt überhaupt zur Verfügung steht. Wollte aber schon vor der Wahl werden. Ja, schön, aber ich wünsche mir auch viel. Aber offensichtlich gibt es das Wunschkonzert nur bei der ÖVP, wo man es gemeinsam mit den Grünen auspackelt. Und die Frau Edtstadler ist für mich besonders bemerkenswert, weil zum einen hat sie also das ganze Register da schon in den letzten 5 Jahren abgehalten und gesagt, sie möchte keiner Regierung mit Karl Nehammer mehr angehören oder keiner ÖVP-Regierung, wie auch immer, mit oder ohne Karl Nehammer. Nimmt aber dann schon ihr Nationalratsmandat und wird Anwältin. Sie hat eigentlich gesagt, sie will keiner FPÖ-Regierung. Also, was heißt die steht ja nicht zur Debatte, zumindest momentan nicht bei den Kaffeekränzchen, die gerade abgehalten werden. Ne? Aber jedenfalls da will sie auch aus der Regierung da jetzt raus. Das Nationalratsmandat behält sie sich, mit dem subventioniert sie dann ihre Anwaltskanzlei quer. Ja. Gleichzeitig behält sie sich offensichtlich den Marschallposten, den sie hat in der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da ist sie garantierte Oberstaatsanwältin. Ja. Also die hat sich auch gerichtet von A bis Z. Und der Punkt, was mich wirklich so ärgert, ist der. Es gibt momentan eine Übergangsregierung, das heißt, die reguläre Regierung ist mit der Nationalratswahl zu Ende gegangen. Der Herr Bundespräsident hat die Regierung damit betraut, die Amtsgeschäfte fortzuführen. Mhm. Da geht es in der Regel ums Verwalten. Was üblich ist. Üblich ist. Aber wissen Sie, üblich ist auch, dass in so einer Situation dann alle unnötigen Posten auf Regierungsebene, dass die dann eingestampft werden. Das ist auch der Grund, warum der Herr Vizekanzler Kogler kein Vizekanzler mehr ist, sondern nur mehr Minister, weil er das zurückgelegt hat. Das ist der Grund, warum die Staatssekretärin Mayer ihr Staatssekretariat zurückgelegt hat, weil es in einer Übergangsregierung nicht üblich ist. Gleichzeitig bleiben aber zwei schwarze Staatssekretärinnen. Die eine, die ist immer geheim gehalten worden, die Frau Kraus-Winkler, keine Ahnung, was die überhaupt gemacht hat, ja, außer jetzt wahrscheinlich aufs Weihnachtsgeld worden, genauso wie die Frau Blackholm. Ja, die bleibt auch im Staatssekretariat sitzen, obwohl das unüblich ist. Und die Frau Edtstadler, die bleibt Kanzleramtsministerin. Auch die hätte eigentlich ihren Hut zu nehmen, vor allem jetzt, wo sie sagt, sie möchte ohnehin nicht mehr der Spitzengruppe rund um Karl Nehammer angehören. Ja. Also die bleiben alle sitzen, warten, lassen den Taxameter weiterlaufen und das finde ich einfach unmoralisch. Okay, das verstehe ich ja alles, aber gleichzeitig betont ja die FPÖ immer wieder, dass sie eigentlich gern mit der ÖVP regieren würde. Naja, sie müssen differenzieren mit den vernünftigen Kräften. Naja, aber das ist genau das, was ihr der ÖVP vorwerft, dass die angeblich gute Freiheitliche, böse Freiheitliche spielen. Nein. Das spielt sie jetzt mit der ÖVP.
Nein, also es gibt aus dem Wirtschaftsbereich und auch aus der Industrie durchaus vernünftige Menschen, die sich eher der ÖVP zugehörig fühlen, die in Wahrheit ja auch dem Karl Nehammer innerparteilich signalisieren, dass er in einer Sackgasse eingefahren ist, denn es gibt ein Wahlergebnis, das weist eines klar aus, dass sich die Menschen hier eine bürgerliche Mehrheit gewünscht hätten oder gewählt haben und deswegen auch eine Mitte-Rechts-Regierung gewünscht hätten und gemacht wird genau das Gegenteil. Der Herr Nehammer Zimmold hat jetzt eine Kickl-Verhinderungskoalition zusammen oder die Verliererampel, Sie können es nennen, wie Sie wollen, es wird nicht schöner. Ja. Und das ist der springende Punkt und ich bin sehr viel unterwegs in der letzten Zeit im ganzen Land und die Menschen fühlen sich einfach um ihre Stimme betrogen, wenn sie sehen, was da jetzt gerade zusammengebastelt werden soll. Also auf der einen Seite der Oberverlierer Karl Nehammer, der trifft sich jetzt auf Kaffeekränzchen-Ebene mit dem Herrn Babler, ja, der gar nicht weiß, ob er morgen noch Chef von der SPÖ überhaupt ist. Ja. Die Frau Meindl-Reisinger, die springt überhaupt in jede Fernsehkamera hinein und erwähnt schon, dass sie ganz dringend Ministerin da werden muss. Ist sie aber schon sicher, dass sie morgen noch NEOS-Chefin ist oder bezweifeln Sie das auch? Wird schon sein, also ich möchte mich in die internationalen NEOS nicht einmischen, aber da sieht man schon, dass die so richtig ganz dringend schon Ministerin werden möchte, ja. Was vielleicht auch nicht unbedingt die beste Voraussetzung für so ein Amt ist, wenn man das so ich-bezogen sieht, wie es die Frau Meindl-Reisinger macht. Aber sei es drum, schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Ich habe nur eines festgestellt und das finde ich interessant. Auf der einen Seite war zuerst total wichtig, dass man möglichst rasch zu einer stabilen Regierung kommt. Stabil, ich möchte wissen, was da jetzt genau stabil ist, wenn die Spitzenfunktionäre der ÖVP davonlaufen, der Babler nicht weiß, wo Obmann bleibt, wie auch immer. Ja. Aber und dann ist gesagt. Zum zweiten Mal sagen, Sie meinen das wegen Rudi Fussi? Naja, klar, wenn es so Verschiebungen gibt in einer Partei, wo sozusagen auf offener Bühne ein Machtkampf ausgetragen wird in dieser Phase, dann halte ich das halt nicht für besonders vernünftig und vor allem nicht als Signal dafür, dass man stabil ist. Aber was mich noch beschäftigt hat in der letzten Woche ist das, der Herr Bundespräsident, bevor er da seine Operation angetreten hat, hat ja auch darauf hingewiesen, dass man möglichst rasch eine stabile Regierung braucht. Ja? Und was haben die Herrschaften gemacht? Eine Woche Herbstferien. Ja? Ich meine, das ist ja ein Zynik nicht zu übertreffen, was hier passiert und das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass sich die unheimlich schwer tun, in irgendeiner Art und Weise zusammenzukommen. Das heißt, Sie haben noch Hoffnungen, dass doch was aus Blau-Schwarz werden könnte oder Blau-Türkis? Oder wie? Natürlich kann offenkundig werden, dass der Herr Bundeskanzler Nehammer in eine falsche Gasse abgebogen ist und vielleicht seine eigene Person zu wichtig genommen hat, nämlich so wichtig, dass er sogar ein Wahlergebnis ignoriert, geflissentlich. Ja. Es sind demnächst die Steiermark-Wahlen da. Da wird man vielleicht auch mal sehen können, wie die Bevölkerung das bewertet, was mit ihrem Wählerwillen eigentlich passiert ist und wie der ignoriert wird. Also ich gehe davon aus, dass es sicherlich in der Steiermark ein Wahlergebnis geben wird, das Klartext spricht und wo man dann sagt, gut, wie oft muss man jetzt als Bevölkerung noch sagen, dass man etwas anderes möchte, als das, was man dauernd vorgesetzt bekommt. Aber Herr Hafenegger, auch wenn die FPÖ unbestritten Nummer 1 geworden ist mit fast 29%. Wenigstens zweifelst du das nicht an. Ich zweifle Fakten nie an, aber Interpretationen sind halt schon sehr eigenwillig von mehreren Seiten, weil 28,9% ist ein großer Teil einer Bevölkerung, aber es ist keine Mehrheit einer Bevölkerung und es ist auch nicht die Bevölkerung. Das hat der Bundespräsident nicht ganz falsch gesagt. Die Bevölkerung, das sind wir alle, das sind Fans der FPÖ, das sind aber auch Kritiker der FPÖ. Was ist mit denen, die sie nicht gewählt haben? Also schauen Sie, da müsste man dann wahrscheinlich die Erzählung in der Demokratiewerkstatt verändern, die im Parlament stattfindet. Warum? Da steht, in Österreich braucht man 50% plus. In der Demokratiewerkstatt wird Folgendes den Kindern und den Schülern, die dorthin kommen, wird Folgendes berichtet. Ja. Es werden Nationalratswahl geschlagen und die stärkste Partei wird vom Bundespräsidenten mit der Regierungsbildung beauftragt. Das war bis jetzt auch immer so. Und warum bricht man die jetzt? Weil einem danach ist, ja, oder weil man an der eigenen Macht festhängt. Und wissen Sie, diese komische Rechnung, die hängt mir auch schon zum Hals raus, wo man sagt, ja, aber dann haben Sie ja zwei Drittel nicht gewählt. Kann man natürlich so sehen, aber dann machen wir gemeinsam ein Gedankenexperiment. Ist es ein Drittel, das sie ungefähr gewählt hat, aber das spricht nicht dafür, dass alle anderen auch der Meinung sind, nur die FPÖ. Also wir haben recht geben, dass es eine Mehrheit rechts der Mitte gibt in diesem Land. Es gibt eine Mehrheit rechts der Mitte. So, und da sind wir dann aber auch über die 50%. Naja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Diese differenzierte Betrachtungsweise ist interessant, aber schauen Sie, wer hat sich denn darüber aufgeregt, dass die Grünen zuletzt in eine Regierung gekommen sind? Die haben damals 14... Die FPÖ. Ja, nein, aber ist da auch die Rechnung angestellt worden? Oder sage ich jetzt, 92% der Menschen haben die Grünen nicht gewählt? Nein, das kann man immer... Das kann man nur bei der FPÖ machen. Nein, das kann man grundsätzlich natürlich immer sagen und Sie wissen, sehr viele FPÖ
Anhänger waren natürlich frustriert über die Regierungsbeteiligung der Grünen. Also das ist ja nicht unüblich, dass sich immer irgendjemand aufregt. Ich meine nur das Spielchen, wie viele nicht gewählt haben. Das kann man bei den Grünen natürlich viel schöner spielen und bei den Neos auch. Bei der ÖVP mittlerweile und auch bei der SPÖ kann man sagen, 80% haben die SPÖ nicht gewählt und jetzt kriegen sie die SPÖ. Herr Hafenegger, ich gehe nur auf den Punkt ein, zu sagen, die Bevölkerung will. Ich weiß nicht, was 100% der Bevölkerung wirklich, was die Bevölkerung will. Wissen Sie es wirklich? Ja, aber, Frau Daniel, dann muss man aber im Umkehrschluss sagen, also wenn Sie glauben, dass das, was die Bevölkerung will, das Chaos ist, das jetzt an der Bordwand steht, ja, schwarz-rot und rosa-rot, ja, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher den Willen der Bevölkerung trifft, indem man eine rechtskonservative Regierung bildet, ist das also eher gegeben, als wenn man da irgendwelchen Fleckerlteppich zusammenknüpft, der jetzt gerade im Entstehen ist. Gut, aber dann sagen ja ÖVPler, nicht nur der Bundeskanzler, auch andere ÖVPler, mit denen man redet, die argumentieren umgekehrt wie Sie. Sie haben von den vernünftigen Schwarzen geredet. Die sagen, es gäbe ja auch in der FPÖ vernünftige Blaue aus deren Sicht, aber das sei halt nicht Herbert Kickl und seine Entourage. Noch einmal, ich kann nur darauf verweisen, was in der ÖVP gerade ist. Die Spitzenfunktionäre setzen sich ab. In Vorarlberg hat der Bundeskanzler Wahlkampfauftrittsverbot gehabt. Gestern hat der Herr Drexler das Gleiche auch für die Steiermark erteilt. Ja? Also jetzt ganz ehrlich, reden wir nochmal drüber. Glauben Sie, dass der Karl Nehammer fest im Sattel sitzt, denn ihm schon einzelne Bundesländer die Einreise verweigern, ja? Damit der Wahlverlust nicht noch größer wird, als er ohnehin schon wird? Ich meine, das sind doch die knallharten Fakten, die hier am Tisch liegen. Also möglicherweise sollte der Herr Nehammer mal nachdenken darüber, ob er so weitermachen kann oder ob er sich schlussendlich dann doch einem Wahlergebnis beugt. Jetzt, Sie haben die Steiermark schon angesprochen, ob es jetzt ein Auftrittsverbot gibt oder nicht. Ich habe keine Drexler Ahnung. Drexler hat gestern bei der Wahlkampfauftaktveranstaltung sogar einige Spitzen gegen Karl Nehammer vom Stapel lassen, wo er auch schon durch die Blume gesagt hat, dass er eigentlich gar nicht so unverblümt, wo er gesagt hat, dass er im Prinzip sollte näher mal darüber nachdenken, ob er gerade das Richtige macht. Ja? So. Mhm. Und das aus einem Bundesland wie in der Größe von der Steiermark, das finde ich schon hochinteressant. Da haben Sie recht, aber Sie wissen auch, dass der Christopher Drexler einer der größten Befürworter einer schwarz-roten Zusammenarbeit noch am Wahlabend des 29. September war. Ja, er kann befürworten, was er möchte, aber das eine ist das, was ich mir wünsche und das andere ist das, was halt die normative Kraft des Faktischen mit sich bringt. Er ist im Wahlkampf und da muss ja die FPÖ auch froh sein, weil natürlich ist das jetzt alles Wahlkampfunterstützung für die Freiheitlichen. Oder? Ja, aber er hat Angst davor, dass der Herr Nehammer zu ihm ins Bundesland kommt. Das spricht ja auch Bände, oder? Weil quasi die Geschichte der Verhinderung der FPÖ Wahlkampfmunition für Freiheitliche ist, oder? Das würde ich so nicht sehen, sondern der Umgang mit der Demokratie in diesem Land ist Munition für sämtliche Wahlkämpfe. Denn kann man nicht vorstellen, dass noch irgendjemand einmal einen grünen Bundespräsidenten wählt, ja, wenn er so parteiisch vorgeht, wie er es jetzt gemacht hat. Ich meine, der weiß zwar, dass er jetzt in einer zweiten Amtsperiode ist und nicht mehr gewählt werden kann und deswegen fallen alle Hemmungen. Das ist ja auch passiert, auch wenn er es vielleicht nicht verpackt hat. Es wird die Demokratie mit Füßen getreten. Es sind alle Usausen, die in der Zweiten Republik üblich waren, sind sofort rückabgewickelt worden, die haben nicht mehr stattgefunden und das muss man halt auch so bewerten und dass man sich da jetzt tatsächlich Sorgen um die Entwicklung der Demokratie in Österreich macht, muss legitim sein und wie gesagt, die Wähler sprechen immer das letzte Wort und das wird in der Steiermark garantiert stattfinden. Es ist natürlich alles legitim, es ist auch legitim zu sagen, dass es ein Fehler war, dass der Bundespräsident Herbert Kickl nicht den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat. Aber es ist natürlich auch legitim zu hinterfragen, ob das nicht ein Bruch der Usancen war, was der FPÖ-Nationalratspräsident, nämlich der erste, mit dem Besuch... Es gibt nur einen Nationalratspräsidenten, keinen ersten. Okay. Es gibt da nur einen zweiten und einen dritten. Okay, mit dem Besuch von Viktor Orban im Nationalrat gemacht hat. Da waren nur blaue Vertreter, sie waren auch dabei. Das ist auch ein totaler Bruch der Usancen, weil normalerweise lädt man da auch andere ein. Frau Daniel, da haben Sie leider schlecht recherchiert. Ich habe mir das natürlich genau im Vorfeld angesehen. Und zwar der erste Besuch, den die Frau Brammer im Haus hatte, war übrigens ein ehemaliger Spion, den sie irrtümlicherweise dort eingeladen hat. Das Treffen kann ich Ihnen jetzt dann gern geben. Das Treffen hat ausschließlich mit dem Clubobmann Chubb stattgefunden und sonst war auch niemand eingeladen. Das klingt aber noch sehr lang zurück. Aber okay, das macht es aber nicht besser. Sie sagen ja gerade, das war immer anders. Und ich sage Ihnen eines, ich bin einer, der jetzt jahrelang unter Wolfgang Sobotka... Premierminister, aber okay. Ich bin einer, der jahrelang unter Wolfgang Sobotka gelitten hat. Ja. Und Sie werden doch nicht glauben, dass der Herr Sobotka mit irgendjemandem im Haus irgendwas, was er gemacht hat, abgesprochen hat.
Der hat einfach getan, wie er wollte. Der ungarische Bundespräsident war übrigens vor wenigen Wochen im Parlament zu Gast. Das war sozusagen der Abschiedsbesuch bei Wolfgang Sobotka. Dann glauben Sie, dass der Freiheitliche Club da gefragt worden ist, ob vielleicht jemand dazukommen möchte? Mitnichten. Das heißt, also man kann sich natürlich redlich über alles aufregen, aber es schadet manchmal. Es schadet manchmal nicht, wenn man sich anschaut, was tatsächlich die Aussagen waren. Und Fakt ist, dass die Nationalratspräsidenten im Großen und Ganzen gemacht haben, wie sie das wollten. Ja, ganz einfach. Und dann vielleicht noch etwas, und das ist natürlich auch dem Ganzen zugrunde gelegen. Im Vorfeld des Besuchs von Viktor Orban hat sich ausnahmslos jede Partei, außer die Freiheitliche Partei, unheimlich verächtlich geäußert. Ja. So, dann glauben Sie wirklich, dass das jetzt eine angenehme Situation für den Gast des Nationalratspräsidenten ist, wenn sie der mit vier anderen Parteien da zusammensetzen muss und sie dann von jedem dann nochmal beschimpfen lassen muss, wie es ja vorab medial schon passiert ist. Also ich bin davon ausgegangen und möglicherweise hat das der Herr Nationalratspräsident auch so gesehen, dass die anderen ohnehin kein Interesse haben, dass sie mit dem Herrn Orban zusammentreffen, und das ist der springende Punkt. Und bevor wir jetzt noch über die fehlende Europaflagge reden, auch da noch ein Tipp. Der letzte Termin, den der Bundespräsident mit dem Herrn Orban gehabt hat, hat in genau demselben Setting stattgefunden, war genauso vom Protokoll organisiert, und auch da war keine Europafahne dabei. Das wollte ich gar nicht fragen, sondern ich wollte in eine ganz kurze Werbepause schalten, und dann kommen wir zu der US-Wahl, die heute stattfindet und die etwas wichtiger ist, als die, ob die Fahne da war oder nicht da war. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum Interview mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger. Und nachdem er kein gutes Haar an der ÖVP gelassen hat, kommen wir jetzt zur US-Wahl, die heute stattfindet. Darf ich davon ausgehen, dass die FPÖ zu Donald Trump hält? Also wir sind ja jetzt bei keinem Ländermatch. Ja. Natürlich ist diese US-Wahl etwas, was natürlich die Medien auch bei uns dominiert. Ich bin aber genauso Medienkonsument wie Sie auch wahrscheinlich. Aber wenn ich mir natürlich die Programme der beiden Parteien ansehe und man davon ausgeht, dass es eben da nur diese zwei wesentlichen Blöcke gibt, nämlich die Demokraten und die Republikaner, dann würde ich wohl, und ich bin auch einige Male schon in Amerika gewesen, meine Tante lebt auch dort, dann würde ich wohl eher eine republikanische Stimme abgeben. Das hat aber ganz einfach gesellschaftspolitische Hintergründe, weil natürlich bei den Demokraten von Mitte bis ganz links alles möglich ist. Ja, und nachdem man das in Österreich nicht wählen würde und auch nicht vertrete, würde es wohl in den Vereinigten Staaten auch nicht anders tun. Mhm. Wobei unter den Republikanern ist von Mitte bis ganz rechtsextrem auch alles vertreten. Ja, das ist, es ergibt irgendwie die Logik, wenn es nur zwei Parteien gibt. Ne? Mhm. Aber das ist und der Typus Donald Trump? Ich sehe den Donald Trump in den Medien. Ja. Es ist ja alles eine riesengroße Inszenierung, aber wohl auf beiden Seiten. Der Herr Biden hat sich halt nicht mehr besonders inszenieren lassen, weil da hat es offensichtlich ein gesundheitliches Problem gegeben. Aber ganz ehrlich, aber der hat sich ja dann auch zurückgezogen, nachdem ihn der Partei gezwungen hat. Partei. Ja, genau. Ja. Genau. Aber nur wenn man sich den Wahlkampf anschaut, dann ist das wahrscheinlich auch in Amerika nichts anderes als bei uns, dass halt im Wahlkampf sehr stark polemisiert wird und das halt auch überspitzt formuliert wird. Aber wissen Sie, eines habe ich beim Donald Trump schon bewundernswert gefunden, und zwar, also da werden zwei Anschläge auf ihn verübt, da ging es um Leib und Leben. Also das eine, dem einen ist er mehr oder weniger knapp entronnen, obwohl er eh verletzt war. Ja. Und dann trotzdem den Mut zu haben und den Wahlkampf so fortzuführen, das finde ich bemerkenswert. Das muss man als Politiker echt einmal für sich selbst bewerten, ob man das selbst auch so schaffen würde. Also da braucht es natürlich schon eine enorme Willensstärke, das zu tun. Und wenn man diese Willensstärke, die hier unter Beweis gestellt hat, wenn man das auf sein politisches Wirken vielleicht irgendwie übersetzen kann, dann kann man ihm wohl attestieren, dass er auch Durchsetzungsvermögen hat. Jetzt gibt es ja auch die unterschiedlichsten Interpretationen, was Donald Trump für Europa bedeuten könnte. Und da gehen eigentlich die meisten eher davon aus, dass es für Europa nicht so gut wäre. Ja, aber ich finde, das ist eine Vermutung ohne Grund. Ja. Ich meine, das Einzige, was Donald Trump im Zusammenhang mit Europa gesagt hat und mehr oder weniger garantiert hat, ist, dass er sich dafür einsetzen wird, dass zumindest ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland zustande kommt. Das halte ich jetzt einmal nicht für die allerschlechteste Idee. Was ich in dem Zusammenhang aber für ein Problem sehe, dass Europa in Wahrheit selber schuld. Ja. Wir sind in dem Zusammenhang kein Spieler.
wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dann wird er das direkt mit Putin vereinbaren, dass dort jetzt ein Waffenstillstand oder was auch immer zustande kommt. Ja? Und wir Europäer können dann dort die Scherben wegräumen und dort alles wieder herrichten. Ja? Also das wird unser Geld sein, das schlussendlich dort hineinfließt, weil die Amerikaner werden kein Interesse daran haben. Es ist aber vollkommen egal, ob jetzt Harris oder Trump gewinnt. Ja? Wenn die ihre anderen geostrategischen Interessen vorziehen, die im indopazifischen Raum liegen, ja? Dann ist Europa kein Spielfeld mehr für die. Leider Gottes muss man Spielfeld sagen. Am Ende bleiben wir auf all dem sitzen. Und vor dem Hintergrund halte ich es für höchst problematisch, dass man sich so in diesen Konflikt eingemengt hat aus Europa, mit Waffenlieferungen und sonstigen Dingen. Das ist ein Konflikt auf europäischem Boden. Also was hätte Europa machen sollen nach einem Angriffskrieg? Ja, dann muss man aber zumindest auch die Initiative ergreifen. Das macht man aber seitens Europa nicht. Man spielt zwar den Zahlmeister, für wessen Interessen auch immer. Ja. Und dass sich die Ukraine verteidigen muss, sehe ich auch alles ein. Ja. Aber am Ende noch einmal, da spielen die beiden großen Jungs, zwei Supermächte miteinander, einen Stellvertreterkrieg. Das ist es, was am Ende des Tages übrig bleibt. Und dass der Europäer dann seine eigene Wirtschaft damit zerschießt und dann am Ende die Scherben wegräumen muss, das kann ja wohl nicht unser aller Ziel sein. Die Sorge ist aber, dass die USA unter Donald Trump dann auch sagen würden, Europa soll sich alleine verteidigen, im Zweifelsfall eine Schwächung der NATO. Das wird die FPÖ jetzt nicht so stören, aber generell, dass Europa ohne dementsprechende europäische Armee dann ein bisschen hilflos sein könnte. Das ist ein guter Ansatz, den Sie da jetzt haben, weil Sie haben es nämlich selber in Ihrer Frage schon mit rein verpackt. Ja? Also die Amerikaner werden den Teufel tun, als die NATO zu schwächen und die europäischen Mitgliedsländer aus der NATO de facto zu entlassen, würde natürlich gerade, was die amerikanische Präsenz am europäischen Kontinent betrifft, natürlich nicht unbedingt bevorteilen. Ja? Also das ist aus meiner Sicht ein Getöse, das sich so nicht ausgeht. Das nehmen Sie nicht ernst. Das nehme ich nicht ernst, den die Amerikaner verwenden, die NATO ja als Grundlage dafür, in Europa präsent sein zu können. Ja? So, also sagen, bitte richtet euch dasselbe, wird im Umkehrschluss heißen, aber die Amerikaner ziehen auch aus Europa ab, was sie natürlich nicht tun werden, weil sie ganz andere geostrategische Interessen haben. Also ich glaube, da wird sehr laut, sehr viel Theaterdonner aufgeführt, das halte ich so nicht für denkbar. Aber grundsätzlich natürlich muss man sich über die europäische Verteidigungsstruktur Gedanken machen. Und das heißt nicht gleichzeitig, dass man da jetzt Militärbündnisse oder sonstiges machen muss, aber dass die europäischen Armeen, und da sind wir Freiheitliche gerade in Österreich auch immer dazu gestanden, dass auch das österreichische Bundesheer die entsprechenden Mittel braucht, um die Landesverteidigung vornehmen zu können, ist wohl ganz klar. Ich bin selbst Milizsoldat und ich weiß, woran es hakt. Gut, dann danke Christian Hafenegger für das Interview. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview zu S-Wahl gleich weiter. Bleiben Sie dran.